So, guten Abend, grüß Gott. Also erst einmal freut uns total, dass ihr heute alle gekommen seid, dass ihr so voll gemacht habt. Also es gibt ja zwei wesentliche Fragen, die man uns immer stellt am Anfang. Wer von uns ist der Bertel? Ich. Ja. Und ich bin's nicht. Und die zweite Frage ist, wo kommt ihr her? Wir kommen aus Niederbayern, Eckenfelden. Ich weiß nicht, kennt jemand Eckenfelden? Eckenfelden war sicherlich vielen Gästen am Lorehof ein Begriff. Ist die bayerische Stadt ja nicht allzu weit vom Innviertel entfernt. An diesem Abend verließen die beiden Kabarettisten ihre Heimat und wagten sich ins Nachbarland, um auf karitativer Basis ordentlich Stimmung zu machen. Den Kabarettabend veranstaltet der Kiwanis Club Ried in Kooperation mit dem Kickenried. Und wir freuen uns, dass das heute bei uns am Lorehof ist. Und ich glaube, dass das Haus sehr voll wird. Man sieht schon, die ersten Besucher sind schon da. Und ich freue mich schon sehr auf den Abend. Auch bei den beiden Kabarettisten war die Vorfreude groß. Immerhin entdeckten sie auf der Lorehof-Homepage vielversprechende Attraktionen. Ja, und da habe ich auch im Internet geschaut, was die Besonderheit ist. Also ein Biobauernhof ist das da, so ein richtig schöner Biohof. Und da ist auch gestanden, die Spezialität oder Besonderheit ist auch, da ist ein Streichelzoo mit Esel. Und ich denke, was ist da besonders? Und wir im Bayerischen Landtag auch. Bei uns sind halt die Esel nicht ganz so gescheit. Aber sonst ist genau das Gleiche. Seit nunmehr 11 Jahren stehen Bertel Bachmeier und Stefan Wild gemeinsam auf der Bühne. Am Lorehof präsentierten sie dem Publikum ein Best-of, das Gelbe vom Ei sozusagen. Kennen Sie Arschschweindl? Nicht? Wissen Sie, ich habe mir vor einer Zeit einmal eine Arschkatzel und ein Meerschweindl gekauft. Und die haben sich dann ein wenig aufeinander gewurzelt. Und außerdem sind dabei drei wunderschöne kleine Urschweindel. Wir finden, dass das Leben sowieso das Gelbe vom Ei ist. Und im Leben findet man eigentlich die lustigsten Dinge, die man überhaupt finden kann. Also man muss nicht immer in der Politik kramen, weil es gibt ja viele Kabarettisten, die suchen ihr Heil immer in der Politik. Wir suchen unser Heil im Leben. Für die beiden sind die Prachtstücke aus 10 Jahren das Gelbe vom Ei. Was bedeutet es für die Besucher? Gesundheit, Gelbe vom Ei, einfach glücklich sein. Meine Kinder. Ha, das Gelbe vom Ei, für mich, dass es einfach gut geht. Ist das Gelbe vom Ei, denkt man. Meine Frau. Da freut sich jetzt sicher jemand. Für Freudensprünge sorgt hingegen wohl kaum der Besuch beim Zahnarzt. Sie schreit nein ins Wartezimmer und so zum Dr. Wimmer. Gängen sie in Behandlungszimmer 1. Kaum hockst im Zimmer, hast da schon immer, hast jetzt Zahnweh oder hast keins. Dann hängen sie da gleich ein kleines Latzerl um und heißt, dass da der Säuferer nicht aufs Hemmer tritt. Und dann haben sie da noch einmal zum Lampen ins Gesicht. Wenn die Zähne nichts mehr feit, bist du noch wahrscheinlich blind. Ich sag, der Stotz an hinten links, doch ich weiß nicht allerdings, ist der dritte oder vierte ganz hierbei. Kurz mit Spiegel an die Klopft, dass der Saum Wasser tropft und du sagst, genau der muss sein! Die Ideen liefern uns ja die Menschen, die uns umgeben. Das ist auch sind unsere Schöpfer, also unsere Gedanken und unsere Antriebe eigentlich kanalisieren. Und ja, also ohne die Menschen um uns herum hätten wir die Weisheit nicht, die wir versuchen, über die Bühne zu bringen. Die hat bestimmt auch so einen String. Was? So eine Spezialunterhose, damit die Arschbacken nicht zusammenwachsen. Big Mac sagt zum McChicken, siehst du da hinten den? Dicken sich ein Cheeseburger reinzwicken, meine der fressen kann. Aber ob ich jetzt das nächste die frisst oder ob ich jetzt das nächste mich frisst, wenn was gewiss ist, dann dass du hier bist, weil wer zahlt schon dran? Wer zahlt, schafft an.
Teilt das Publikum auch diese Meinung? Naja, im Wirtshaus ist üblicherweise schon so, wer zahlt schon da. Hat was Wahres dran, ja. Das ist ein typisch Innviertler Spruch. Leider ist es in der heutigen Gesellschaft nicht immer so. Aber man sollte das sich doch mehr zu Herzen nehmen. Wer zahlt, schafft an. Ja, eigentlich schon, ja. Sie kommt auf das hin. Ja. Wer schafft dann auch daheim? Mit viel Heiterkeit endete der Kabarettabend von Bertl und ich, der für einige sicherlich an diesem Tag das Gelbe vom Ei war. Ich gehe mal anders mal wieder.